Ach, was soll's. Ja gut, die wird unten, ist die halt recht breit. Dafür wird sie oben schmaler. Moment, jetzt muss ich aber auf jeden Fall die ganzen Cobblestones hier mit den Pflastersteinen. So. Und so. Und so und so. Das nehme ich schon mal mit. So, dadurch, dass sie aber auch auf dem Hügel ist, brauchen wir die vielleicht auch gar nicht ganz so imposant hoch machen. Ach, das mache ich dann alles wieder weg. Das Problem ist ja dann natürlich auch später, eigentlich müsste man, wenn man nie fliegen will oder sowas, da habe ich ja auch gar keine Mods für drauf, müsste man sich ja immer dann für solche Großprojekte, die dann auch so hoch werden, außen erstmal so ein Baugerüst rumzimmern. Aber das ist halt, ist zwar auf einer Seite schon praktisch, aber auf der anderen Seite halt für euch als Zuschauer ist das dann, glaube ich, schon ganz schön nervig, wenn man dann darin Zeit auch noch mit verbringt, wobei man sagen muss, ich bin mir da immer nicht so ganz sicher, ob das grundsätzlich dann vielleicht sogar Zeit spart, als wenn man sich dann irgendwie immer irgendwo hoch und runter bauen muss. So, ich glaube, hier baue ich dann auch einfach so ein Schlangen, ein kleines Dorf mit hin. Oh, ich muss nochmal hier leiser drehen. Passt das hier nicht? Es gibt ja irgendwie gar nicht mehr so schöne große, einfach nur. Jetzt ist es natürlich passiert. Ach, du Heilige. Wir werden nie wieder da hochkommen. Ach, natürlich doch. Ich habe hier einen Kundilatier. So. Holz. Das Bett jetzt einfach mal damit hoch. Es ist ja immer noch auf friedlich, logisch, wenn wir hier so viel bauen. Wenn ich da noch auf Monsters aufpassen müsste, das wäre einfach nicht so gut. Hopp. Und hoch. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, wenn ich das hier hin. Ich lande bestimmt unten, wenn ich wieder aufstehe, oder? Wahrscheinlich drin, dass ich mich rausbauen muss, oder? Hey, nee, klappt. Cool. So. Optimal. Für alles vorbereitet. Ja, alles bedacht, immer perfekt vorbereitet für alle Eventualitäten, so wie man das ja aus meinen Let's Plays gewohnt ist. Ja, da ist ja, geht ja nie was schief. Da ist alles quasi, was Fähigkeiten angeht, auf ganz hohem Niveau. Ja. Gerade bei Ego-Shootern sieht man ja, kennt man ja. So, jetzt ist hier. Oh Gott, was war denn das für eine Mühle? So, jetzt gehen wir hier mal einen rein. Zack, zack. Zack, zack. Oh Mann. Ressourcenhungriges Biest wird das hier, ey. Mann. So, es wird jetzt auch bald übrigens wieder mit hier Speedhunter weitergehen. Da habe ich auch schon aufgenommen. Dort ist dann auch so, da habe ich in den ersten Folgen, nehme ich auch mal ein anderes Texture Pack. Einfach mal, ich habe da ein paar Texture Pack. Oh, ja, ich habe jetzt mal ein bisschen nach Texture Packs gesucht gehabt. Habe da auch wirklich richtig gut gefunden, die allerdings nicht so ganz hier zu unserem Spielstil quasi. So wirklich passen. Ich muss das jetzt demnächst alles mal wieder hochladen. Jetzt durch den Urlaub bin ich natürlich auch wieder ein wenig in Verzug geraten. Ich
muss mal wieder was fertig machen, dass das wieder auf mein Online-Storage auch draufgeschmissen wird, dass es einfach ist, das ganze Zeug hochzuladen. Ja, die, die länger dabei sind, wissen ja, dass ich einen Server habe und Online-Speicher extra gemietet, von wo aus, dass ich dann immer auch schneller rüberbeamen kann. Lala, da. Zack. Und da wird es dann auch demnächst da weitergehen. So, sieht auf jeden Fall interessant aus. Ob das wie eine Mühle aussieht, sei jetzt mal dahingestellt, aber... Schauen wir mal. Ja, und dann muss ich mal gucken, wie es dann mit anderen Adventure Maps vielleicht noch weitergeht. Ja, die Epic Jump Map vielleicht, Tree Jump, sowas auch. Mal schauen. Aber wie gesagt, mit dem, ach Gott, mit dem neuen Minecraft-Update hat man dann ja auch erstmal genug zu tun. Da gibt es ja so viele Sachen wieder, die da dazu kommen. Der Stolperdraht und die ganzen Tempel und dies und das und jenes. Ah, es ist schon cool, in welche Richtung, was die sich da so alles überlegt haben. Ist schon eine feine Sache. So, ich müsste mir das eigentlich jetzt so langsam mal von unten angucken. Ich bin... das langsam in eine brauchbare Richtung. Ich meine, hier kommt ja dann noch ein Holzgestell oben drauf. Das muss man ja nochmal kurz abbienen. So. Und weiter geht's mit dem Holz. Oh! Jene, mene. Ah, ja, hier sind natürlich genau die Leitern gewesen. Baboom! Schauen wir mal, was das wird. Wobei, da fehlt mir gerade was. Na, ist ja auch egal. Wollen wir dann vielleicht sprechen? Mir ist noch gerade was eingefallen, wie ich gegebenenfalls auch einfacher hoch und runter könnte, aber... als ob ich es geplant hätte, was ich natürlich habe. Ja, ganz klar. So, und
hier oben werden wir jetzt noch einen breiter. Wieder. Nein! Vollkommen falsch, da, vollkommen falsch. So. Zack, zack. So, ne? Ja, so. Ja, hier muss ich nochmal kurz auflassen, weil ich ja da hoch muss. Die irritieren mich gerade, die muss ich mal kurz wegmachen. So, und jetzt muss es hier einfach nur nach oben gehen nochmal. So, da kommen natürlich außen dann noch, also da wird unten auf irgendeiner Ebene noch ein Geländer quasi drumherum gezogen und sowas. Also so eine Umgehungsplattform ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der beste Ausdruck, aber sowas kommt da auch noch mit drumherum. Eins, zwei, drei, vier. Ach komm, eine geht noch. Und, oh gut. Ja, wenn noch eine muss, aber dann ist Schluss. Lustig. Hopp, hopp, hopp. So. Jetzt muss ich noch diesen Apparillo hier oben drauf setzen. Hopp. So, bei der ganzen Sache darf man natürlich nicht vergessen. Man muss ja hier auch irgendwie noch hochkommen. Jetzt brauche ich auch mal kurz vier davon. Ich habe die Werkbank unten vergessen, aber erstmal kurz hier schlafen. Oben auf einer Windmühle wollte ich schon immer mal schlafen. Auf einer unfertigen vor allen Dingen. Schluck Käffchen. So. Kommst du wieder her? Ja?